Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin auf meinem kleinen Roadtrip nach Tschechien. Werde jetzt hier verschiedene kleine Parks anfahren. Beginnen tue ich mit den Trutnov Trails. Wer meine Videos anguckt, weiß, dass ich hier schon ein paar Videos gemacht habe. Das heißt, ich werde mich jetzt hier drauf beschränken, erstmal vielleicht das, was so neu gekommen ist über den Winter, zu filmen. Diesmal auch mit einer anderen Kamera. Das heißt, wahrscheinlich Trutnov Trails 2 Videos werden wir sehen. Alles Weitere wird sich ergeben und wenn ihr da dran bleibt, werdet ihr das ja auch dann zu sehen kriegen. Okay, ich ziehe mich weiter an und dann geht's los auf den Trails. Also, bis gleich. Mann!
So, das ist erstmal der Vorkommen oder zurzeit das Ende der Strecke, aber hier wird schon weiter gebaut, dass die Strecke weit bis runter nach Lotter führt. Ja, mein Sturz habt ihr gerade gesehen, war nicht so geplant. Aber naja, gehört auch dazu. Gut, also geht's wieder ab nach oben. Okay. Diesen neuen Trail bin ich beim letzten Mal schon mal einmal gefahren. Da bin ich aber nach ein paar Metern abgebogen, um zu gucken, wo die MTB-Trilogie lang ging. Ich werde den Trail jetzt einmal im Ganzen fahren. Das ist der Anschluss an eine der schwarzen Strecken. Und dann mal gucken, was hier so kommt. Wenn man das weiß, sollte man den Schwung mitnehmen. So, als nächstes geht's jetzt mal auf die Pernikowi. Gucken wir mal. So. Nach vorne gucken und fahren. Das ist
Eine schöne verblockte Strecke. So, das war der erste Abschnitt. Oh, hier geht das in die Beine. Nein. Na dann. Also wie oft ich jetzt schon mit meinem Dashguard aufgesetzt habe, unglaublich.
Okay, nachdem ich jetzt gerade eine Bodenprobe genommen habe, kurz vor Ende des Trails, einmal kurz nicht richtig aufmerksam, zack, an der Wurzel hängen geblieben. Fahren wir jetzt einfach noch den Rest runter. Und ich bin heilfroh, dass ich heute meine Ellbogenschoner anhabe, wie meistens hier. Ui, sind wir unten. Da sind wir auch schon am Ende von dem Video angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.